Und damit einen wunderschönen guten Abend und herzlich willkommen zurück zu Until Dawn. Scheiße. Gar nicht gut. Nein, gar nicht gut. Das mal genauer an. Bist du dir da sicher? Habe ich das dumme Gefühl, dass ich bald den nächsten auf dem Gewiss habe. Na, hängt wieder ein bisschen. Mal gucken, nicht, dass da irgendwo vielleicht eins von denen komischen Totems da rumliegt. Anscheinend nicht. Oh, da oben ist blinkt was. Na, das war das Licht, okay. Super. Wieso sollte ich auch nicht am unheimlichsten Ort der Welt landen? Baubehördlich gesperrt. Ab sofort ist allen Personen die weiteren Benutzung oder Bewohnung dieses Gebäudes grundsätzlich, gesetzlich, untersagt. Datum 12. Juni 54. Alter, du schaufelst dir dein eigenes Grab, glaub was. Da oben blinkt was. Noch mal hoch. Aber ich will mal gucken, ob ich da hinten dran komme. Ne, das komme ich nicht. Hätte ja sein können. Ich will mal da vorne zu diesem blinkenden Ding, was da war. Also da war ja irgendwas.
Ja. Okay. Wow. Schon besser. Kein Wunder, dass das Ding gesperrt ist. Guck da mal, wie das aussieht. Das ist ja schlimm. Der läuft übrigens allein. Ich mach gerade gar nichts. So eine Scheiße. Wölfe. Was zum? Was war denn hier los? Das ist Wahnsinn. Also irgendwas muss ich hier machen. Das Blackwood Pines Sanatorium eröffnet 22 Man's Center in Car. Was für ein Corpore Sano. Aha. Okay. Briefe. Was ist das? Achso, den muss ich wieder. Oh Scheiße, ist das krass. 30 Stechuhrkarten. Der ist viel zu neugierig. Das kann nichts werden, Junge. Ich sag das gleich. Da ist was. Foto. Kaputte Kamera. Oh, hier Schweine. Finde ich geil. Oh, diese Schockeffekte, die sind immer wieder zu schön. Da ist schon wieder was. Zeitung. Oh, das ist viel zu lesen. Ach du Scheiße. Verschwörung am Blackwood Mountain. Reporter auf Blackwood Mountain angegriffen. Blackwood Pines AB, ein Reporter des Alberta Buckle, wurde gestern von Sicherheitskräften des Blackwood Sanatoriums angegriffen und anschließend ins Krankenhaus eingewiesen. Chuck Bernstein, ein leitender Nachrichtenreporter, wollte die Bergarbeiter interviewen, die am Dienstag unter dramatischen Umständen gerettet wurden. Die Männer waren unter Tage für über 3 Wochen eingesperrt.
Nachdem Befestigungen in der Northwest-Mine im Dezember zusammengebrochen waren und werden jetzt wegen Unterernährung und Traumata im Blackwood-Sanatorium behandelt. Jefferson Bragg, der Alleineigentümer der Northwest Mining Company und des Blackwood Sanatoriums, erklärte dem Buckel gestern, der Vorfall sei bedauernswert und eine umfangreiche interne Nachforschung wird durchgeführt. Weiterhin behauptete er, dass Bernstein ohne Erlaubnis das Sanatoriumsgelände betreten hatte. Es wird angenommen, dass die tätliche Angriff aufgrund eines Streits um Bernsteins Kamera entstand, die kurz zuvor konfisziert war. Okay. War ich jetzt da drin oder war ich jetzt da hinten? Hey, keine Ahnung. Ich habe mich hier auf jeden Fall total verlaufen. Ich habe keinen Plan mehr, wo ich hin muss. Ja, ich bin gerade nach links. Jetzt wollte ich doch mal kurz gucken. Jawohl. Perfekt. Was ist das? Taschentuch oder sowas? Für meinen lieben Jefferson, wir haben alle Zeit der Welt. Ach, der steckt da jetzt ein, oder was? Aha. Gott, mein Herr, von wo soll ich denn da hier, ey? Oh, will da lang. Da war ich definitiv noch nicht. So, das nächste Schreiben. Medizinischer Bericht Bergarbeiter. Dr. N.H.F. Bowen. Medizinischer Bericht betreffend Ausgangszustand der 12 Bergarbeiter nach dem Einsturz der Mine und der anschließenden Rettung in Blackwood Pines. Oh, stopp. Aufnahme. Bei Aufnahme der 12 Patienten in die medizinische Einrichtung des Sanatoriums hatten wir angenommen, die Männer seien völlig ausgemergelt, erschöpft und verwirrt. Jedoch machen die Bergarbeiter einen überzeugenden und relativ gesunden Eindruck, der sich auf ihre offensichtlichen Fund von Nostrationen in der Mine zurückführen lässt. Wie prognostiziert, wiesen einige der älteren Männer eine gehemmte Atemfunktion sowie Symptome einer Lungenentzündung auf. Auf psychologischer Ebene war der Wiedereingliederungsschock für einige Gruppenmitglieder nach dem 23-tägigen Isolation schwierig zu bewältigen. Auch wenn ihr äußerliche Gesundheitszustand besser als erwartet ist, besteht eine Beeinträchtigung aufgrund der Gefangenschaft in der Mine. Behandlung. Aufgrund der labilen Verfassung einiger der Patienten haben wir Flügel A des Sanatoriums abgeriegelt. Es werden so bald wie möglich psychologische Analysen durchgeführt. Die Männer mit Atemschwierigkeiten wurden einer Bronchoskopie unterzogen und erhalten eine Behandlung mit Streptomycin. Aha. Die restlichen Patienten stehen rund um die Uhr unter strikter Beobachtung. Dr. Nicholas Henry Foley's Bone. Cool. Also das sind, es ging hier eindeutig um diese Bergarbeiter, die anscheinend damals diesen dezenten Unfall hatten. Und da tagelang eingesperrt waren.
Oh, Scheiße. Krass. Yo! Eine fucking Machete. Wie geil ist das denn? Jetzt wird's lustig. Jetzt muss ich auch noch kämpfen. Wie geil ist das denn? Na, wo war denn das jetzt da? Oh je. Will ich da wirklich reingucken? Jetzt kommt wieder ein Schock, aber so. Ein elektrischer Stuhl. Ach du Scheiße. Oh, was oder war was soll das? Los? Alter, ernsthaft? Die kranken Schweine haben wohl gern zugesehen. Also da hinten ist immer gar nichts mehr. Also ich finde es echt atemberaubend, dass da überall dunkel ist. Ich finde es richtig geil. Irgendwie durch? Nö, ne? Da ist nix. Ich will ja nichts übersehen, ne? Aber dank mit diesem helle weiße Licht, was da immer kommt, als ist das natürlich mal. Oh! Habe was gefunden! Bei dir. Oh, mal da hinten waren wir, ja. How many days will they keep us here? Also wie lange wollen sie uns hier behalten oder sowas? Kann das sein? Das ist... Was könnte... Wer... Wer würde denn? Hey, na das wird ja hier immer besser. Hä? Was? Du weißt schon, dass da gerade dieser scheiß Wolf gelaufen ist, oder? Jetzt. Ja, das war die Zeitung, was ich gerade gelesen habe, oder? Nee, das ist was anderes. Sofort antworten. Reporter und andere Schnüffler müssen um jeden Preis ferngehalten werden. Hey, wer würde hier keine Presse wollen in diesem Paradies? Ja, wahrscheinlich. Statusbericht: 12 Überlebende ins Sanatorium angewiesen. Zeichen mentaler Trauma, eventuell fortsetzen nötig. Lokale Presse hat Blut geleckt. Wird zum Problem. Erbitte Anweisungen.
Also irgendwie. Habe ich das Gefühl, ich komme hier nicht besonders viel weiter. Oje, hier, oje. Ernsthaft? Die Hand bewegt sich? Scheiße. Wow, wow, wow. Mit dem Zeug füttert er sie? Ah! Oh, fick die Hühner! Oh. Was geht? Geh auf, geh auf. Bärenfalle öffnen. Wir probieren das nochmal. Finger ab! Oh shit! 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 Finger! Ohne Finger! Am Arsch, ey. Ist das heftig, ey. Das ist ja übelste Sonne, ey. Was geht denn mit euch ab, Alter, ey? Scheiß die Wand an, ey. What the hell, hey? Da wurde doch gerade irgendwas richtig. Ah. Alter, Samo! Na, Papa Maul, wie läuft's? Alles klar. Soll das ein Witz sein? Ich brauche jetzt deine verdammte Schlüsselkarte. Wo ist noch was? Ne, wollen wir das war der dahin oder doch noch irgendwas? Ja, genau. Dass das eine Schlüsselkarte ist. Nicholas Bowen. Etikett, Datum 24. Februar 52. Beschreibung: Angriff durch Insassen, tödliche Fleischwunde am Hals. Läuft bei dir. Hol der nächste an. Der verstorbenen Person Sarah Smith
Sterbedatum 24. Februar 1952. Ich bestätige hiermit, dass ich mich um die Verstorbene zuletzt vom 8. März 1951 bis zum 24. Februar 1952 gekümmert und zuletzt am 24. Februar 1952 lebend gesehen habe. Todesursache: schwere Fleischwunden am Unterleib, intraabdominale Verletzung, hoher Blutverlust. Wenn der Tod durch externe Ursachen herbeigeführt wurde, in Klammer Gewalt, bitte das Folgende ausfüllen: Unfall, Selbstmord oder Mord. Mordart der Verletzung: Fleischwunde durch scharfes Werkzeug, womöglich Fingernägel. Zusätzliche Anmerkungen: bitte das Feld auf der Rückseite für weitere relevante Informationen ausfüllen. Gekennzeichnet: Dr. N. Bowen. Adresse: Blackwood Sanatorium. Datum: 24. Februar 1952. Zusätzliche Anmerkungen: die Leiche wurde erst 6 bis 8 Stunden nach Eintritt des Todes gefunden. Teile der Gedärme und Nieren wurden anscheinend vom Angreifer gegessen. Du willst mich wohl verarschen. What the hell? Alter, was geht denn mit euch ab, ey? Sehen wir mal. Oder ist es das Ding? Nummer, hab ich so irgendwas vergessen? Nö. Ja, da müsste ich jetzt doch normalerweise dann das Ding da drum. Ja, das sei ich würde jetzt wieder Sachen gucken. Da ist ein Gameplay, ist ein Rollstuhl. Alter, wenn du so weiter mixst, wirst du den auch bald brauchen. Okay, ich muss nichts bringen. Was für ein reizender Psychobau. Da sagst du was Wahres. Na, das ist doch gerade die Tür, wo der Wolf war. Okay, gehen wir mal weiter. Was geht ab? Okay, wieder hier.
So, Jungs. Hier machen wir jetzt erstmal wieder Pause. Nein, wir haben schon wieder über eine halbe Stunde. Ich bin begeistert. Wirklich, ich bin begeistert. Also es wird immer kranker. Nicht nur, dass hier ein Gemetzel nach dem anderen kommt mit einer richtig geile Schocker-Szene. Also finde ich richtig nice. Die ganzen Sachen, wo du da so unerwartet erschreckst, finde ich richtig geil. Da waren bis jetzt auch richtig viel dabei. Also wirklich nice. Dann, wie gesagt, der beim letzten Video der Tod. Jetzt das Ding mit dieser Bärenfalle unter den Finger. Hat was. Hat echt was. Also wirklich. Also wenn das so weitergeht, ey, holla die Walfee. Ich bin begeistert, Jungs. Ich bin richtig begeistert. Fakt ist, wir müssen hier leider wieder einen Cut reinmachen. Und wenn es euch gefallen hat, ihr wisst Bescheid, macht einen Daumen nach oben. Ansonsten bedanke ich mich natürlich wie immer fürs Zuschauen und sage hier an dieser Stelle vielen, vielen Dank fürs Einschalten. Und tschüss, ciao mit V und grüßt mir die Hühner.